Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Dartstunde.de. Ich bin Florian und heute zeige ich euch mal die HEMA-Serie. Das ist diese schöne hier, dreifarbiges Barrel, knüpft an die Agora Verde-Serie an. Wenn du unser Video zum Target Launch allgemein noch nicht gesehen hast, dann würde ich dir empfehlen, das vorher anzuschauen, denn dort stelle ich dir alle Neuheiten vor und das in einem groben Überblick. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß nach dem Intro mit den HEMA-Darts und ja, supporte uns, abonniere den Kanal, drück die Glocke und dann geht's auch schon los. Viel Spaß! Die Target HEMA Steel Darts haben 90% Tungsten, sind in drei verschiedenen Steel Dart Versionen und zwei verschiedenen Soft Dart Versionen erhältlich und knüpfen an die beliebte Agora Verde Serie an. Dieses Mal haben wir aber rote und schwarze Highlights auf einem silbernen Barrel anstatt der grünen Highlights bei der Agora Verde Serie. Außerdem wurden bei den HEMA Steel Darts das beliebte Swiss Point System verbaut, was es dir möglich macht, mit den Sekunden deine Spitzen zu wechseln und schon hast du im Handumdrehen deine Nano Points, Diamond Points, was auch immer du bevorzugst. Die große Auswahl an Gewichten und verschiedenen Barrelformen ermöglicht es dir außerdem, den perfekten Barrel zu deinem Spielstil herauszufinden, egal ob es ein besonders langer, ein Johnny Clayton ähnlicher Dart oder ein Dart für Regripper sein soll. Du hast die freie Wahl. Die HEMA 01 Steel Darts haben ein sehr langes, gerades und dünnes Barrel und bietet mit mehreren Gripzonen viele Möglichkeiten, den Dart zu halten. Sowohl im vorderen als auch im mittleren Bereich findet man einen Ringgrip mit Doppelringgrip-Elementen und zusätzlichen Axialrillen. Dazwischen befindet sich ein kleiner silberner Bereich mit Ringgrip. Im hinteren Bereich des Barrels kommt dann nochmal ein Doppelringgrip zum Einsatz, der mit zusätzlichen Axialrillen verstärkt wurde. Durch die coole Optik in Schwarz und Rot passen natürlich auch die Pro-Grip-Shafts und HEMA-Flights perfekt dazu. Und dank des Swisspoint-Systems kannst du die Spitzen selbst sehr einfach mit dem beiliegenden Swisspoint-Tool wechseln. Beide Versionen des Steel Darts haben eine Länge von 54 mm. Dabei ist der Steel Dart in 24 und in 22 Gramm erhältlich und mit einem Durchmesser von gerade einmal 6,3 bzw. 6,4 mm ist dieser Steel Dart sehr schön schlank, lässt sich super gruppieren, fühlt sich super an und durch die verschiedenen Grip-Bereiche hast du auch eine ganze Menge Orientierungspunkte und kannst deinen Grip ausprobieren. Der HEMA 02 dagegen hat ein etwas kürzeres Barrel, aber dafür auch wieder mehrere Gripbereiche und eine auffällige Nase. Denn diese läuft spitz zu und erinnert damit ein wenig an die Johnny Clayton Darts. Die Beschichtung mit Rot und Schwarz auf Silber ist gleich geblieben, aber der griffige Mittelteil fällt sofort ins Auge. Hier haben wir einen feinen Shark Grip mit zusätzlichen Axialrillen und davor und dahinter mehrere Ringgrip-Elemente mit ebenfalls Axialrillen. Auch der zweite Dart der HEMA-Serie ist in zwei verschiedenen Gewichten erhältlich, nämlich in 21 und 23 Gramm, jeweils mit einer Barrellänge von 52 mm und einem Durchmesser von 6,8 bzw. 7,0 mm. Wie ihr hier sehen könnt, hat man überall rote Highlights, verschiedene Griparten, mehrere Punkte sich zu orientieren und kann damit auch diesen Dart universell einsetzen bzw. ganz nach seinen Bedürfnissen anpassen. Das dritte Modell der HEMA-Serie sticht dabei etwas heraus, denn das Barrel selbst hat zwei wesentliche Bereiche. Einmal den feinen, dünnen hinteren Bereich mit Ringgrip und dann den komplexen, etwas dickeren vorderen Bereich mit mehreren Ringgrip-Elementen, schwarzen und roten Highlights, Axialgrip-Elementen, Schallgrip und umgedrehten Schallgrip-Elementen und dadurch ist er einfach wieder universell einsetzbar. Man kann ihn sowohl im vorderen als auch im hinteren Bereich halten und hat dabei die Wahl zwischen 23 und 25 Gramm. Mit 51 oder 53 mm Länge
und 6,8 oder 6,95 mm Durchmesser. Damit ist der HEMA 03 etwas dicker als seine beiden anderen Vorgänge, bietet aber universelle Einsatzzwecke, eine coole rote Beschichtung und auch dieser Dart lässt sich wunderbar gruppieren, hat ein tolles Flugverhalten und ist mit Sicherheit für einige interessant, die einen Dart ganz, ganz weit hinten halten und endlich mal auch Grip bis kurz vor dem Schaft haben. Vielen lieben Dank fürs freundliche Zuschauen. Ich hoffe, dir hat die HEMA-Serie gefallen. Ich persönlich finde, das ist eine sehr, sehr coole Range. So ein mittleres Preissegment, Swiss Point System, ist ideal für Leute, die nicht Unmengen an Geld ausgeben wollen, aber trotzdem einen auffälligen Dart haben wollen, Swiss Point System ausprobieren möchten, Wert auf verschiedene Grip-Arten legen, verschiedene Barrel-Formen und dann vielleicht auch ein Kombispieler sind, die Steel und Soft Dart spielen, weil es eben beide Modelle dann auch gibt. Von daher, klare Empfehlung geht raus an die HEMA-Serie. Findet ihr natürlich im Shop in allen Gewichten, Formen und so weiter. Ich bedanke mich, dass du dir das Video angeschaut hast und freue mich, dich bald wiederzusehen. Bis bald. Ciao.